Dieses Video ist jetzt entstanden aufgrund einer Umfrage, die ich im Community-Bereich von YouTube gemacht habe. Solche Umfragen mache ich öfters, da entstehen auch öfters mal Videos draus. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, müsst ihr meines Wissens nach meinen Kanal abonnieren und dann habt ihr Zugriff auf die Community. Und da stelle ich öfters mal ein paar Fragen, die könnt ihr auch gerne kommentieren. Und da könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr eine Idee für ein neues Video habt, was euch interessiert. Und aus diesen Umfragen, wie gesagt, entstehen dann solche Videos wie das hier. Ich habe ja immer wieder dazu aufgerufen, dass man zur Sicherung seiner Passwörter einen Passwortmanager verwenden sollte und damit halt sicherstellt, dass man auf jeder Seite ein anderes Passwort verwenden kann, ohne dass man sich das merken muss. Jetzt ist natürlich der schwächste Punkt im Glied schätzungsweise das Passwort des Passwortmanagers. Und da sollten wir jetzt mal ansetzen und quasi drüber reden, wie man das noch ein Stück sicherer machen kann. Hier empfiehlt sich zum Beispiel das Diceware-Verfahren, das habe nicht ich mir ausgedacht. Ich verlinke euch mal zum Beispiel in den QCATS IT Security Blog einen Link und dort könnt ihr dann sehen, was es damit auf sich hat. Das Problem ist einfach, dass die bisher üblichen Passwort-Ausdenkverfahren immer so ein paar Schwächen hatten. Also zum Beispiel ist es häufig so, dass wenn man Sonderzeichen fordert, ist das oft nur eine beschränkte Anzahl von Sonderzeichen. Das weiß man einfach aus den geleakten Passwörtern, die man hat, die Menschen einfach verwenden. Also es gibt natürlich viele Sonderzeichen, aber oft ist es so, dass oft nur bestimmte zum Einsatz kommen und dass die dann zum Beispiel am Ende des Wortes stehen. Und wenn man solche Voraussagen treffen kann, dann kann man halt mit Brute Force oder Wörterbuchangriffen einfach die Menge, die man durchtesten muss, so reduzieren, dass so Angriffe einfach realistisch werden. Es ist also wichtig, dass wir ein Passwort auswählen, das jetzt keiner Regel folgt, die man irgendwie vorhersehen kann, sondern möglichst zufällig ist. Das heißt, es darf auch keine Wörter enthalten, die ich irgendwie kennen könnte, zum Beispiel aus Namen bestehend, aus Jahreszahlen bestehend, aus Hausnummern bestehend, aus, was weiß ich, Postleitzahlen bestehend. Nutzt man solche Regeln, hat man keinen Zufall in seinem Passwort drin und man kann wieder den Ergebnisraum, den man durchtesten muss, so ein bisschen einschränken. Die Gefahr ist auch real. Ich hatte mal auf GitHub so ein kleines Skript gefunden, über das man ein paar Daten über die zu angreifende Person eingibt und daraus wird dann einfach eine Wörterliste generiert, mit der man dann alle möglichen Angriffe durchprobieren kann. Zum Beispiel aufs WLAN-Passwort, aufs Passwortmanager-Passwort, hat man mal so eine Liste, dann geht das doch ganz gut. Es gibt auch Cracker wie Hashcat, die dann zum Beispiel so Regeln haben und die man denen mitgeben kann. Und dann werden nochmal selbst diese Passwortlisten durchmutiert. Und das sind immer noch so wenige Passwörter, die kann man innerhalb von der kurzen Zeit mit modernen Computern oder sogar mit Laptops durchprobieren. Also, wir sollten uns ein Passwort mit viel Zufall darin enthalten, ausdenken und besser genau nicht ausdenken, sondern nämlich würfeln. Und da kommt der Zufall ins Spiel und zwar mit dem Diceware-Verfahren. Um das Diceware-Verfahren anwenden zu können, brauchen wir erstmal eine Wortliste. Hier hat man zum einen das Problem, dass natürlich solche Wortlisten auch wieder eine Einschränkung im Ergebnisraum haben, weil ich könnte, wenn ich jetzt weiß, das Opfer hat so eine Liste benutzt, das würde ich aber als gering einschätzen, schlicht und ergreifend, weil es einfach ganz viele Diceware-Listen gibt, die sind unterschiedlich, die gibt es mit unterschiedlichen Längen. Also ja, da ist viel Variation drin. Ich würde euch einfach mal in der Videobeschreibung ein paar verlinken. Ich habe hier ein paar Seiten auch offen. Die könnt ihr einfach benutzen. Da könnt ihr euch eine raussuchen von diesen Listen. Die IFF hat auch auf ihrer Webseite einige Diceware-Listen. Und zwar unterschiedliche. Da ja die Wörter jetzt mit mir nichts zu tun haben, da die einfach da drin stehen in der Liste, kann man jetzt auch die nicht irgendwie mit meiner Person besonders verknüpfen. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Das ist relativ simpel. Ich habe jetzt hier so eine Diceware-Liste offen und hier habe ich jetzt Zahlen vor den Wörtern stehen. Und diese Zahlen, die werden nicht höher als 6 gehen. Da wird keine Zahl, werdet ihr hier sehen, die höher als 6 geht. Und das hat den Hintergrund, dass man hier einfach einen Würfel benutzen kann. Diese Zahlen sind alle 6-stellig, wenn ich es richtig sehe. Nein, sind 5-stellig. Das heißt, ich muss 5-mal würfeln, um auf so ein Wort zu kommen. Und empfohlen wird auch, 6-mal zu würfeln, um dann ein Wort rauszubekommen. Das hier ist jetzt schon die lange Wortliste. Man kann auch kurze Wortlisten nehmen. Dann hat man am Ende nicht so ein ganz langes Passwort. So, um das zu machen, mache ich jetzt hier einmal mein Notepad auf. So, ich habe jetzt einfach mal LibreOffice aufgemacht und ihr seht ja nebendran schon eingeblendet hier mein Würfelfeld. Da würfel ich jetzt einfach mal mit einem ganz normalen Würfel und schreibe mir die Zahlen auf. Ich hoffe, ihr könnt die Zahlen erkennen. Ich bin jetzt hier bei einer 6 gelandet.
Nochmal eine 6. Eine 1. Ja, nochmal eine 1. So. Und eine 3. Jetzt habe ich meine 5 Zahlen zusammen. Die markiere ich mir jetzt hier mal. Und wechsle zurück in meine Liste. Drücke jetzt einmal STRG F. Gebe die Zahl ein. Und dann wäre zum Beispiel das Wort, das ich mir jetzt entwürfelt habe, Voltage. So, das trage ich jetzt hier ein und jetzt mache ich genauso weiter und für euch spule ich natürlich vor. So, mit der Würfelei bin ich jetzt erstmal fertig. Jetzt kann ich hier diese ganzen Nummern einmal rausnehmen und dann erahne ich schon, was mein neues Passwort sein wird. So, das ist jetzt erstmal ein zusammenhängendes Wort. Ich habe eine englische Wortliste genommen. In der Videobeschreibung findet ihr auch zum Beispiel deutsche. Und jetzt empfiehlt es sich, da eine Geschichte drumherum aufzubauen, sodass man sich das Passwort auch merken kann. Ehrlich gesagt ist das gar nicht so arg nötig, diese Geschichte, weil ich gebe mein KeePass-Passwort mehrmals jeden Tag ein, am Handy, am Computer. Ja, irgendwann hat man das einfach drauf. Das sieht jetzt erstmal kompliziert aus. Aber das geht einigermaßen. Ich würde auch noch empfehlen, da jetzt ein paar Sonderzeichen und Zahlen reinzumachen. Aber jetzt habt ihr einfach ein ja, zusammenhängendes Passwort, das so in keinem Wörterbuch natürlich drinsteht. Das ist auch irre lang, von daher schon mal ein großer Vorteil und hat mit euch nichts zu tun. Also die Entropie ist hier jetzt gegeben. Ja, wenn man das jetzt noch ein bisschen variiert an ein paar Stellen, dann ist da eigentlich gar nicht mehr viel zu machen. Wenn ihr jetzt diesen Passwortlisten misstraut, dann könnt ihr auch zum Beispiel Passwortlisten mischen. Also ihr könnt von einer Passwortliste das eine Wort nehmen und das nächste würfelt ihr dann von der nächsten Passwortliste. So habt ihr da auch nochmal eine Stufe mehr reingehauen. Das ist natürlich jetzt für die ganz Paranoiden, aber man muss natürlich bedenken, dass mittlerweile die Knackleistung von Grafikkarten ziemlich hoch ist und sobald man ein bisschen den Ergebnisraum eingrenzen kann, dann kommt man da ziemlich weit mit.